Herzlich willkommen zu dem neuen YouTube-Video auf dem Volume Trader Kanal. Mein Name ist Daniel und in dem heutigen Video geht es darum, hast du immer noch Angst vor Verlusten und ärgerst dich über verpasste Chancen, dann bist du in diesem YouTube-Video genau richtig. Ich gebe dir heute Tipps und Tricks, um diese zu bewältigen. Um immer up to date zu bleiben, abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Ihr Lieben, lasst uns auch direkt ins Video reinstarten und zwar habe ich mir jetzt so ein paar Stichpunkte gemacht. Wir fangen mit dem ersten Punkt an und zwar Tradingplan erstellen. Es ist extrem wichtig, einen klaren und durchdachten Tradingplan sich zu erstellen. Dieser sollte am besten auch umfassen, welche Handelsstrategie verfolgt ihr, welche Ziele fokussiert ihr an, welches Risikomanagement habt ihr und einer der wichtigsten Punkte, wenn etwas aus dem Ruder läuft, eine emotionale Unkontrollierbarkeit zum Beispiel, müsst ihr auf jeden Fall einen Notfallplan haben, um dann die Reißleine zu ziehen. Das ist extrem wichtig, um Unsicherheiten zu reduzieren und Ängste zu bewältigen, weil ihr ganz genau wisst, wenn solche Situationen aufkommen, dass ihr ganz genau da sagt, okay, jetzt ist Schluss. Meine Regeln besagen, wenn so Situationen auftreten, werde ich den Trading-Tag beenden, weil es kann sein, dass so Situationen, so emotionale Situationen auch noch viel, viel schlimmer werden und mir am Ende vom Tag es noch viel schlimmer geht. Hier gebe ich dir auch gerne mal Input mit und zwar blende ich hier mal meine Regeln ein, die ich mir, als ich ins Trading gestartet bin, definiert habe. Individuell natürlich an mich angepasst natürlich, aber das kannst du ein bisschen als Muster auch nutzen, um diese Regeln individuell für dich anzupassen und ich hoffe oder wäre froh, wenn du das eine oder andere für dich übernehmen kannst und dadurch auch dein Trading verbesserst. Lasst uns zu dem Punkt 2 kommen, dem Markt Zeit geben. Was heißt das genau? Und zwar, nicht jeder Trade kann erfolgreich sein. Ihr solltet den Markt beobachten, um wirklich eure Geduld von Mal zu Mal steigern. Jeder verfolgt eine eigene Handelsstrategie. Das heißt, der eine ist ein kurzfristiger Trader, zum Beispiel ein Scalper, der eine ist ein Daytrader, macht, sage ich mal, von Minuten- bis Stundenbasis hält er die Trades. Der eine verfolgt Trades, die in diesen Swing-Basis auf mehrere Tagen oder Wochen sogar. Und ihr solltet klar definieren, dass ihr wirklich auch versteht, dass Verluste dazugehören. Mir hat es insgeheim geholfen, wirklich auch abends immer mal wieder an den Rechner zu gehen und dann zu evaluieren, was ist denn so tagsüber passiert. Wie viele Setups werden aufgegangen, also wie oft kam meine Strategie und wie oft kam meine Strategie nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ihr abends an den PC geht, den Markt evaluiert und schaut, okay, was ist so passiert, was Bewegung hat der Markt gemacht und wo wäre meine Strategie gekommen, dass die meisten von euch sagen, hey Mensch, boah, das war ja so eine geniale Situation, die hätte ich genutzt. Das Wichtigste ist nur daran, ihr müsst auf solche Situationen warten. Versucht niemals irgendwie nach einem anderen Muster zu handeln, nach einer anderen Strategie, wenn ihr eine feste Strategie habt. Und niemals den Markt versuchen hinterherzulaufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Börsenöffnung haben und der Markt schießt von jetzt auf gleich 20, 30 Ticks in die Höhe, ich sag mal Long oder Short, ist mir egal, dann hat der Markt ja euch 0,0 Zeichen dafür gegeben, dass diese Richtung eingeschlagen wird. Deswegen dürft ihr auch niemals dann implementieren, dass ihr sagt, okay, boah, bei solch einer Bewegung hätte ich die und die Summe noch verdient oder ich hätte so und so viel Geld verdient etc. Weil der Markt hat euch nichts gezeigt, was diese Bewegung hervorruft. Lass uns zu Punkt 3 kommen. Übung auf einem Demokonto. Es ist extrem wichtig, wenn ihr euch wenn ihr eine Ausbildung durchlaufen habt, dass ihr die Theorie in die Praxis umsetzt und das solltet ihr natürlich nicht direkt im Echtgeld machen, sondern im Demo. Warum? Weil ihr noch nicht mal richtig wisst, wie ihr gewisse Positionen eingeht, wie ihr ein Trade managt und noch gar keine Strategie richtig für euch gefunden habt. Deswegen ist es wichtig, im Demo zu starten, wirklich da Sicherheit zu bekommen, das Trade und Trade Management zu erlernen, das Risikomanagement zu erlernen, eine Handelsstrategie für euch zu finden, weil es gibt nicht die eine Strategie. Jede Strategie ist individuell anpassbar und jeder muss das selber für sich herausfinden. Was meine ich genau damit? Meine Strategie ist zum Beispiel das Scalping.
Wenn ich dir meine Strategie an die Hand gebe, wirst du mit dieser Strategie ganz anders umgehen wie ich, weil wir zwei komplett andere Persönlichkeiten haben. Und deswegen ist es wichtig, zwar zu schauen, von wem kann ich welche Strategie oder was abschauen, ja, aber es ist wichtig, diese Strategien auf dich persönlich anzupassen. Versuche dann wirklich über einen Zeitraum von, ich sag mal, mindestens 6, 7, 8 Wochen im Demo-Trading konstante profitable Ergebnisse zu erzielen. Was meine ich damit? Natürlich nicht nur Plus, sondern am Anfang gehört natürlich das Minus definitiv auch dazu und auch im späteren Zeitpunkt. Und am Anfang wird das halt, wenn du im Demo-Trading bist und erst mit dem Trading startest, wird es auf jeden Fall mehr Minus sein als später, wenn du wirklich mal mehrere Jahre dabei bist. Wichtig ist dir wirklich ein klar definiertes Ziel zu setzen, dass du sagst, okay, du möchtest zum Beispiel $5.000 ertraden, setzt dir aber keinen Zeitraum. Wenn du diese $5.000 ertradet hast, in einem Zeitraum zum Beispiel von 2 Monaten, dann weißt du ganz genau, du hast dir bewiesen, dass du $5.000 in 2 Monaten ertraden kannst und hast konstant profitable Ergebnisse erzielt. Ich sag mal, 3 Tage plus gemacht, einen Tag im Minus abgeschlossen, dann den nächsten Tag im Plus wieder abgeschlossen und so geht die Kurve. Ich sag mal, du hast von den 5.000 hast du 8.000 verdient, 3.000 verloren, also bleiben 5.000 Profit. Deswegen starte mit einem Demokonto und setze dir klare Ziele ohne Zeitraum. Punkt Nummer 4, tägliche Routine und Disziplin. Was meine ich damit mit Routinen? Und zwar, Routinen sehen so aus. Meine Routine, ich gehe an den Markt, ich starte meinen PC, ich mache mir Musik an, die für mich, ja, die mir gefällt, die ich gerne höre, um da einfach zu entspannen und runterzukommen und nicht so auch nervös zu werden oder angespannt zu sein. Ich starte dann ganz normal mit meiner Analyse, gehe dann natürlich ins Trading rein und am Ende vom Tag bewerte ich nochmal meine Trades. Was ist so passiert? Hätte ich gewisse Situationen vielleicht anders eingeschätzt? Hätte ich gewisse Situationen anders handhaben können? Oder war alles so gut, wie ich es gehandhabt habe? Strukturierte Routinen können dir einfach helfen, Ängste zu minimieren und auf vordefinierte Prozesse zu vertrauen. Es ist enorm wichtig, wirklich, dass du da eine Routine hast und nicht einfach blind in den Markt gehst ohne Plan, sondern einfach wirklich Routinen aufbaust und dadurch auch Disziplin aufbaust, weil du jedes Mal dasselbe machst und strikt nach dieser Routine handhabst. Lass uns auch direkt zu dem Punkt Nummer 5 starten, Meditations- und Atemübungen. Und zwar können diese extrem förderlich sein, um wirklich gelassener zu werden und innere Ruhe aufzubauen. Diese Techniken können dir außerdem dabei helfen, in stressigen Situationen wirklich ruhiger zu bleiben und Ängste zu reduzieren. Hier gibt es unzählige Techniken, die du praktizieren kannst. Hier blende ich dir mal ein paar Techniken ein, die du sofort für dich umsetzen kannst und damit auch eventuell dein Trading verbesserst. Lass uns zu Punkt Nummer 6 kommen. Lerne aus Fehlern und Erfolgen. Was meine ich genau damit? Und zwar betrachten wir erstmal nur die Fehler. Es ist extrem wichtig, dass ihr akzeptiert, dass wir im Leben, nicht nur das Trading, im Leben Fehler machen müssen, um aus diesen zu lernen. Ein kleines Beispiel, wenn ihr im Trade seid und habt einen Fehler gemacht und ihr merkt euch das und den nächsten Tag kommt so eine Situation wieder, werdet ihr euch 100% daran erinnern, oh, gestern ist das passiert, das habe ich beachtet, das müsste ich für den nächsten Tag wieder mitnehmen, dieser Fehler darf mir nicht nochmal passieren. Weil ihr diese Situation schon mal habt, könnt ihr euch daran erinnern und diese Situation ganz anders handhaben, als ihr sie gehandhabt hättet, hättet ihr den Fehler nicht gemacht. Deswegen seht es so an, ihr müsst Fehler machen, um aus diesen zu lernen und zu wachsen. Wichtig ist aber natürlich auch, wirklich Fehler nur einmal oder maximal zweimal zu machen, denn jeder weitere Fehler, den ihr immer wieder wiederholt, ist eine Entscheidung, die ihr trefft. Wie kann man aus positiven oder erfolgreichen Entscheidungen oder Trades auch lernen? Ganz einfach, indem ihr wirklich Selbstvertrauen aufbaut und immer mehr Vertrauen in euch, in eure Handelsstrategie bekommt. Es ist extrem wichtig, Trades zu evaluieren, zu schauen, welche Trades werden aufgegangen. Ich persönlich mache es auch so, wenn meine Trading Session beendet ist, gehe ich die Trades, die ich mache, einfach mündlich durch, dass ich sage, okay, Geld ist verdient, ich habe meinen Profit erwirtschaftet oder habe auch ein Minus kassiert, beende den Tag, aber die nächsten 1-2 Stunden nutze ich jetzt effizient, wirklich, um den Markt zu beobachten, Screentime zu sammeln
und dann zu schauen, okay, wenn so eine Situation kommt, die meine Handelsstrategie, die Handelsstrategie, die ich verfolge, dann würde ich da in den Trade reingehen und da rausgehen. Und je nachdem, wie oft diese Trades dann aufgehen oder nicht aufgehen, ich sag mal von 10 Trades, die ich gemacht habe im Kopf oder mündlich, die ich mir eingezeichnet habe, wären 8 aufgegangen, weiß ich ganz genau, ich habe eine Trefferquote von 80% gehabt und ich bekomme immer mehr Vertrauen in das, was ich auch sehe und tue. Ich kann die Märkte immer besser einschätzen, immer besser analysieren und ich bekomme eine immer höhere Trefferquote. Und so baut ihr automatisch, auch wenn ihr positive Trades evaluiert, immer mehr Vertrauen und Stärke und Willen auf in euer eigenen Handeln. Kommen wir auch zum letzten Punkt, Punkt Nummer 7, und zwar Community und Unterstützung suchen. Tausche dich wirklich mit anderen Tradern aus, tauscht eure Erfahrung aus und sucht nach Unterstützungen. Was meine ich genau mit Unterstützungen? Ihr könnt euch da wirklich austauschen. Wie hat der ein oder andere in gewissen Situationen reagiert? Wie hat er gewisse Situationen bewältigt? Welche Tipps hat er, die du für dich auch nutzen kannst, um dein Trading zu verbessern? Gleichzeitig könnt ihr euch gegenseitig motivieren. Warum motivieren? Der eine ist vielleicht etwas weiter. Der eine hängt vielleicht etwas nach, aber gemeinsam könnt ihr euch hochziehen, weil ihr ein Ziel fokussiert. Habt auch immer Vorbilder im Blick. Ich habe mir auch ganz am Anfang Vorbilder gesetzt. Ich habe hochgeschaut, habe gesagt, hey, genau da möchte ich auch mal hin und da habe ich festgehalten. Jetzt zum Ende zum Video komme ich nochmal zu dem Schlusstext und zwar habe ich mir was aufgeschrieben. Erinnere dich daran, dass Trading-Ängste ein natürlicher Bestandteil des Handels sind. Aber mit der richtigen Vorbereitung, Übung und einer positiven Einstellung kannst du lernen, sie zu bewältigen und erfolgreich Trader zu werden. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinen Tipps und Tricks einige Punkte mitgeben, die ihr für euch auch übernehmen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video, Freunde.